Der Kaiserstuhl hat was. Für alle Sinne. Doch wird der Frieden in diesem Garten Eden regelmäßig gestört. Nicht nur durch die Kirschessigfliege. In Wiel sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Geht's noch? Haben selbst brave Bürger gedacht. Wir sind immer noch von dem Gebiet und wir kämpfen drum, was wir leben können. 1965 war die Kultreihe Links und Rechts der Autobahn auch hier. Und jetzt wieder für die nächste Ausfahrt Kaiserstuhl. Es ist Sommer und zudem ein schöner Tag. Vor uns liegen bereits die ersten Umrisse des bescheidenen Gebirges zwischen Schwarzwald und Vogesen. Der Kaiserstuhl ist nur 16 Kilometer lang und 12,5 Kilometer breit. Sein gesamter Umfang beträgt knapp 50 Kilometer. Der 22. Dezember 994 soll der Grund für den Namen dieser Region sein. Damals habe König Otto III. Einen Gerichtstag bei Sasbach abgehalten. Fortan wurde die Region als Königsstuhl bezeichnet. Und als Otto III. Später Kaiser wurde, wandelte sich auch der Name des Stuhls. Bekannt ist der Kaiserstuhl heute vor allem für seine Spitzenweine. Die sind seit den 1990er Jahren eine Entdeckung für Weinkenner. Was war sonst noch los 1990? Nach 36 Jahren Haft kommt Nelson Mandela in Südafrika frei. Zwei brutale Attentate auf Oscar Lafontaine und Wolfgang Schäuble erschüttern Deutschland. Die neuen Bundesländer ist das Wort des Jahres. Die DDR bekommt die D-Mark und schließlich die Einheit. Deutschland wird Fußballweltmeister, dank an die Bremes 1:0 durch Elfmeter. Für seine Glasnost-Politik erhält Michail Gorbatschow den Friedensnobelpreis. Weinen billiger Qualität soll Einhalt geboten werden, indem absichtlich weniger produziert wird. Früher war eine Mengenbegrenzung beim Wein kein Thema. Es wurde produziert, was die Rebstöcke hergaben. Entsprechend mittelmäßig bis schlecht war oft die Qualität des verkauften Weins. 1982 und 83 war die Ernte so gut, dass die Keller überliefen. Preisdumping setzte ein, der Markt brach zusammen. Dann kommt die Ertragsmengenbegrenzung des Badischen Weinbauverbandes. Maximal 9000 Liter pro Hektar werden gestattet. Und siehe da, die Qualität der Weine steigt. Das zieht im Laufe der Zeit neue kreative Kräfte an. Der Kaiserstuhl entwickelt sich zur Gourmet-Region, dank innovativer Köche wie Uwe Reichmann. Nach vielen Lehrjahren und Souschef in verschiedenen Restaurants sucht er eine andere Herausforderung und erfüllt sich seinen großen Traum. Was Eigenes. Er bleibt der regionalen Küche bis heute treu. Typische Kaiserstühler-Küche ist bodenständige, eigentlich herzhafte, etwas derb, will ich, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine kräftige Hausmannskost früher gewesen immer und auch heute ein bisschen abgewandelt noch, aber es wird immer gern noch rustikal gut gegessen. Also in der Kaiserstühler Küche ist ganz kräftige Soße ganz wichtig mit einem guten Spätburgunder, den wir natürlich im Kaiserstuhl zuhauf haben, den wir auch gerne für die Soße verwenden, dass sie richtig Power kriegt. Die Kaiserstühler Soße, die braucht Power und das lieben die Menschen hier und genießen das auch. Und sie dürfen kein Essen rausgeben ohne gute Soße. Den Gourmetköchen wie Uwe Reichmann spielt auch ein glücklicher Umstand in die Hände. Früher gab es Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Deutschland, wie hier bei Markolzheim. Damit war dann 1995 dank des Schengen-Abkommens Schluss. Wir haben mittlerweile sehr viele Gäste aus dem benachbarten Elsass, wo rüberkommen. Es liegt vielleicht auch einerseits daran, dass viele Gastronomen im Elsass aufgehört haben oder auch preislich etwas über unserem Niveau noch sind. Mittlerweile, früher, wie ich mal sage, in den 80er Jahren, wo ich nach dem Lernen war, hat es geheißen, fahr mal rüber ins Elsass, guck dir die Küche an, guck, schneid dir ein Scheibchen davon ab. Ich glaube, hat sich mittlerweile sehr stark geändert. Viele Elsässer kommen zu uns rüber und gucken auch, was wir machen. Heute gibt's bei Uwe Reichmann Stubenküken,
mit Gemüse vom Bauernmarkt und einem Kartoffelpfifferlingstampf in Spätburgundersoße. Die Grundsoße wird mit guten Kalbsknochen gekocht, also scharf angebraten, dass sie Farbe kriegt. Dann kommt sogenanntes Mürba dazu, das ist Karotte, Sellerie, Lauch erst später, weil der sehr schnell verbrennt. Dann Tomatenmark und dann kommt der gute Burgunder, Spätburgunder aus dem Kaiserstuhl drauf. Wird einreduziert, dass man eine richtig satte, kräftige Soße kriegt, vom Geschmack her und auch von der Farbe. Das lässt auch die Gourmetherzen der Schweizer höher schlagen, von denen so manche schon nach dem 30-jährigen Krieg in den Kaiserstuhl eingewandert sind. Heute kommen die Eidgenossen gerne für ein Wochenende, um die Natur, gutes Essen und die Spitzenweine zu genießen. Vor rund 60 Jahren noch undenkbar. Was war los im Filmjahr 1965 von links und rechts der Autobahn? Im Vietnamkrieg setzen die Amerikaner zum ersten Mal Napalmbomben ein. Arthur Fischer erfindet die Fischertechnik und den weltbekannten Dübel. Die Scorpions, die deutsche Hardrock-Band aus Hannover, gründen sich und die legendären Pink Floyd. Königin Elisabeth kommt zu ihrem ersten Staatsbesuch in die BRD. Der Bürgerrechtler Malcolm X wird bei einem Vortrag ermordet. Der Postzugräuber Ronald Biggs flieht aus dem britischen Gefängnis bis nach Brasilien. In Pforzheim wird weltweit die erste elektronische Briefsortieranlage gestartet. Im Kaiserstuhl setzt man vor allem beim Weinbau auf Tradition und Pferdestärken. Noch ist die Arbeit im Weinberg mühselig. Die engen Reihen der alten Anlagen lassen keine maschinelle Bearbeitung zu und die einzelnen Stücke liegen oft weit auseinander. Das Wort Herbst ist für den Kaiserstühler gleichbedeutend wie das Wort Weinlese. Und zu Bacchus stillem Weingarten gehören auch des Weingotts festliche Gefäße, die Traubenbottiche. Brett für Brett entstehen sie unter des Küfermeisters geschickter Hand. Seither hat sich viel getan im Weinbau. Modernste Technik zieht ein in die Weinberge und die Weinkeller. Guter Wein entsteht nicht nur im Weinberg, sondern auch durch die gelungene Kellerarbeit. Dort lernen sogar die Trauben das Springen. Scherz. Dank digitaler Technik erkennt die Maschine faule Trauben und wirft sie raus. So entstehen auch die neuen Spitzenweine. Gleichzeitig meint man, eine Rolle rückwärts zu erkennen. Back to the roots lautet das Motto einiger Winzer. Denen bieten Stefan Danzeisen und seine Frau Kerstin Hüppe mit ihrem Pferd Willi einen besonderen Service an. Die schonende Bearbeitung der Erde zwischen den Rebstöcken. Willi kam vor ein paar Jahren zu ihnen. Da war der 9-jährige Kaltblüter durch seinen Vorbesitzer bereits die Arbeit auf dem Feld gewöhnt. Schon seit Beginn der 1960er Jahre verdrängen Traktoren Arbeitspferde wie ihn. Dabei schont die tierische Variante den Boden, lässt ihn besser atmen. Er bleibt lockerer und das Regenwasser kann gut zu den Rebwurzeln gelangen. Ich denke, dass es für ihn einfacher war wie für uns. Also wir machen das gemeinsam mit meiner Frau. Und es war schwierig. Also der Grund ist ja, die Idee ist im Prinzip Bodenschonung. Und dann muss man aber auch den Boden kennenlernen. Man muss den Boden auch verstehen. Und ich glaube, da war er schneller wie mir. Schön, dass der Mensch auch mal was vom Pferd lernt. Macht Spaß. Und wenn es dann hinterher noch gut aussieht und es später im Glas schmeckbar ist, dann haben wir alles richtig gemacht.
Er ist sehr arbeitswillig und sehr freundlich. Außer es ist etwas, was ihm überhaupt nicht passt. Also was er merkt, es geht ihm total gegen den Strich, dann kommt das Kaltblut raus. Also sprich, dann kann er auch, also er ist nicht gegen einen, aber dann zeigt er seine Kräfte. Und die hat er. Also wenn er loslegt, hält ihn keiner mehr. Heute bearbeitet Willi einen Weinberg von Winzer Joachim Heger. Hallo Stefan. Ah, Joachim, hallo. Bist du lang doch? Nö, das war gut. Willis Arbeit ist teurer als ein Traktor. Und mehr als 2-3 Stunden schafft er mit einer Pferdestärke nicht. Dann braucht er erst einmal eine längere Pause. Joachim Heger hat das nicht abgeschreckt. Ja, die Besitzerin des Pferdes Willi ist auf mich zugekommen und hat mich einfach angesprochen. Sie würde gern Kaltblut kaufen und ob ich Arbeit hätte für das Pferd. Und ich hatte gerade einen Weinberg gekauft, einen uralten, also ganz dicht bestockt. Man kann eigentlich mit keinen Geräten rein. Und dann habe ich mir das überlegt. Ich habe gedacht, das wäre eine Win-Win-Situation für uns. Und da ist eben dieser Gedanke gereift. Und mittlerweile machen wir so zwischen 1,5 und 2 Hektar Bodenbearbeitung mit Willi. Die bis zu 15 Meter tief in den Berg eingeschnittenen Hohlwege teilen oft einen Berg wie eine Narbe in zwei Hälften. Manchmal sind derartige Wege die einzige Verbindung von einem Ort zum anderen. Na, das scheint schon ein wenig geflunkert. Selbst für 1965. Denn schon damals gab es, unabhängig von den Hohlwegen, asphaltierte Straßen zwischen den Dörfern. Überdauert haben die Hohlwege bis heute, zur Freude der wilden Honigbienen. Sie treiben ihre Erdnester in die Wände des sogenannten Lössgesteins. Es entstand während der Eiszeiten durch Ablagerungen feinen Staubs. Der Biologe Reinhold Treiber vom Naturzentrum Kaiserstuhl setzt sich dafür ein, dass ihr natürliches Habitat erhalten bleibt. Heute spürt er den Bienenfresser nach, die auch andere Insekten auf ihrem Speiseplan haben. Ja, da sieht man richtig, dass das frisch ist hier. Also hier, glaube ich, ist ein Bienenfresser wirklich auch im Bau sozusagen. Und man sieht es hier an dem frischen Löss, der hier rieselt. Und man sieht auch diese Skispur. Das heißt, da fliegt er mit voller Wucht auf diese Wand zu, spannt seine Flügel auf und dann bremst er mit den Krallen. Und das gibt diese zwei Rillen, die man da immer sieht. Daran kann man erkennen, es ist ein frisches Nest hier drin. Ja, der Bienenfresser war früher mal da im Kaiserstuhl. Das war 1890 rum, 1880 rum sowas. Jedenfalls wurde er dann als Teufelsschwalbe bezeichnet, weil seine Augen rot waren und weil er irgendwie so verführerisch bunt war. Er wurde ausgerottet, jedenfalls ist er verschwunden und plötzlich war er wieder da. Der Bienenfresser ist ein Sonnenfreund und die Wildbienen sind es auch. Die Wildbienen sind zum Teil mini-klein, sodass sie für den Bienenfresser völlig uninteressant sind, weil sie zu klein sind. Also der Bienenfresser braucht große Tiere wie Hummeln zum Beispiel. Es ist einfach so, dass diese Lösssteilwände sonnenbeschienen sind, wenn sie südexponiert sind, auch heiß und trocken sind. Und das mögen beide sehr gerne. Aber es ist nicht so, dass der Bienenfresser hier jagt, sondern er fliegt weg von der Wand und er sucht dann eben blütenreiche Stellen, wo eben zum Beispiel Hummeln da sind. Oder aber, wenn die Jungen dann flügge sind, dann fliegen die hier raus und fliegen in die Rheinaue und fressen dort die Libellen zum Beispiel. 1976, da war was los. Die SPD holt bei der Bundestagswahl 42,6% und Helmut Schmidt wird Bundeskanzler. Seit Jahresanfang gilt die Anschnallpflicht im Auto. Niki Lauda hat seinen tragischen Unfall auf dem Nürburgring. Steve Jobs und Steve Wozniak gründen die Kultmarke Apple. Mit Mamma Mia landet ABBA einen Welthit. Im norditalienischen Seveso kommt es zur schlimmsten Dioxinkatastrophe der europäischen Geschichte. Und in Wiel protestieren 1000 Demonstranten gegen das geplante Atomkraftwerk. Ohne das Kernkraftwerk Wiel werden zum Ende des Jahrzehnts
in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgehen. Dieses Schreckensszenario von Ministerpräsident Hans Filbinger war schon starker Tobak. Der Konflikt um Wiehl begann bereits 2 Jahre zuvor, als die Landesregierung Baden-Württemberg diesen Standort für das geplante Kernkraftwerk bekannt gab. Schnell regte sich großer Widerstand. Die Möglichkeit, der Standort Wiehl hat sich unter allen Gesichtspunkten als der günstigste am südlichen Oberrhein erwiesen. Auch biedere Bürger, darunter viele CDU-Wähler, wollten das nicht hinnehmen. Mit dem alemannischen Motto Neihemmerzeit wurde die kleine Gemeinde Wiehl im Kaiserstuhl zum Symbol für den Widerstand gegen das AKW und die Atomkraft. Wir wollen kein Atomkraftwerk! In Kichlinsbergen geriet Ministerpräsident Filbinger bei einer Informationsveranstaltung der CDU in arge Bedrängnis. Und während der Versammlung ist ja das bekannt geworden in der Region. Filbinger ist in Kichlinsbergen auf der Stube. Und da kamen natürlich Leute aus der Nachbarschaft, aus den anderen Dörfern, die einfach die Gelegenheit wahrnehmen wollten. Und da war da alles voll mit Leuten. Also die waren natürlich alles Gegner. Und am Ende der Veranstaltung kam ja dann der Filbinger hier raus und da war alles zu. Er wurde also nicht durchgelassen. Da wurde gebrüllt, gepfiffen, es wurde ja alles, also ja, zum Teil auch aus der untersten Kiste natürlich. Also es wurde die Gelegenheit wahrgenommen, der Politiker zu sagen, was man nicht will, hier am Kaiserstuhl. Am 17. Februar 1975 beginnen im Wieler Wald die Bauarbeiten. Einen Tag später bleiben nach einer Pressekonferenz mehrere hundert Atomkraftgegner einfach auf dem Platz. Ein ganz schlimmer Vorfall war dabei. Dort drinnen, was jetzt zu der Stube gehört, ist unser Totenwägelchen. Und das Wägelchen stand da drinnen. Und da hat einer das Tor aufgemacht und da hat der Wagen rausgeholt und hat, hier kommt der Filbinger drauf. Das war dann, da hat man Angst bekommen, dass es ausufert, dass es schlimm wird. Wenn die übrigen Störer den Platz nicht verlassen, werden wir Wasserwerfer einsetzen. Nach dem Motto, musch nit jommere, musch was mache, kommen die Menschen aus dem ganzen Kaiserstuhl und weit darüber hinaus zum Demonstrieren und besetzen das Bauland wie Lore Haag. Die früh verwitwete Aktivistin zieht mit ihren 4 Söhnen ins Feldlager, um ihrem Protest mehr Kraft zu verleihen. Es war eine menschenverachtende Technologie, die jetzt auf uns zukommen sollte. Ne? Und im Prinzip ist es ein Verteidigen der Lebensgrundlagen gewesen. Und dort habe ich dann auch gesagt, ich gehe für meine Kinder auf die Barrikaden. Ich das nicht meinen Kindern zumuten wollte. Das Thema Wiehl hat zuerst den Kaiserstuhl politisiert, dann bundes- und länderübergreifend viele Umweltbewegungen in Gang gesetzt, aus denen später auch die Gründung der Grünen resultiert. Gebaggert wurde dann doch noch im gleichen Jahrzehnt, allerdings an anderen Stellen. Der Weinbau sollte effektiver bewirtschaftet, die kleinen typischen Terrassen zu großen zusammenhängenden Flächen planiert werden. Noch bis in die 50er Jahre bestanden große Rebflächen aus sogenannten gemischten Sätzen. Das heißt, dass mehrere verschiedene Sorten auf einem Stück durcheinander gepflanzt wurden, darunter auch minderwertige. Daraus konnte natürlich nie ein Spitzenwein werden. Und wenn wir noch weiter zurückdenken an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, damals bestand überhaupt keine Nachfrage nach Qualitätsweinen. Nur die Massenproduktion von Konsumweinen bot den Kaiserstühler Winzern eine gewisse Chance. Und ist es nicht geradezu unvorstellbar, dass diese vom Klima so begünstigten Weine damals von Sektkellereien aufgekauft wurden?
In dieser Zeit haben die Weinbauern am Kaiserstuhl praktisch für einen Stundenlohn von 3 bis 5 Pfennigen gearbeitet. Der Kaiserstuhl brauchte einen Rebellen, um neue Impulse zu setzen. Man hat 30 Jahre zwar Qualitätsweinbau gepredigt, aber die Zügel schießen lassen. Das Ergebnis ist Überproduktion, nicht nur in der Anbaufläche, sondern auch in großen Teilen der klassischen Weinbaugebiete. Unsere Funktionäre haben vor 30 Jahren vergessen, über den Rhein zu schauen, um dort festzustellen, dass Frankreich, das zwar ein bürokratisches, aber höchst wirksames Mengenregelungsproblem hat, die höchsten Preise am Weltmarkt erzielt und auf der ganzen Welt Absatzchancen hat, denen wir nur hinterher träumen können. Franz Keller, Jahrgang 1927, stammt aus einer Winzer- und Gastronomendynastie, die bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückreicht. Seine große Leidenschaft für die französischen Weine, insbesondere die Bordeaux, entdeckt er auf einem Gutshof Ende des Zweiten Weltkriegs. Solche Weine will er später auch in seinem Keller haben und lässt dann parallel 3 Gewölbe in das Lösgestein bohren. Dort entsteht eines der größten Bordeaux-Lager Deutschlands. Zeit seines Lebens setzt er sich unermüdlich gegen die in seinen Augen falsche Weinbaupolitik ein. Die Frage würde ich doch gerne nochmals stellen, ob das eine Fehlentwicklung war. Aber zunächst Herr Keller kurz und anschließend Sie beide nach den beiden Wortmeldungen. Bitte schön, Herr Keller. Ihr Wort in Gottes Ohr, Mengenbegrenzung wirklich durchführen, nicht nur Lippenbekenntnisse. Und damit wird allein durch dieses System mindestens 15% unseres Müller-Thurgau-Anteils überflüssig. Aber die veränderte Marktsituation und was draußen auf dem Weltmarkt geht, können die nicht erkennen. Wir müssen teure Weine produzieren, um mit den Franzosen und mit den Italienern zu konkurrieren und nicht mit den Rheinhessen und mit den Rheinpfälzern. Aber dazu müssen sie mithelfen und jetzt ein paar Paragraphen abbauen oder mindestens aufweichen. 2007 stirbt Franz Keller im Alter von 80 Jahren. Inzwischen ist sein Enkel Friedrich schon Jungwinzer. Für ihn und seinen Freund Simon Weiß steht Qualität im Sinne Franz Kellers ganz oben. Ich glaube, dass er seiner Zeit immer wieder voraus war damals. Also sei es Flurbereinigung gewesen, sei es durchgegorene Weine gewesen, sei es mit dem Grauburgunder, weg vom Restzucker und weg von der Masse irgendwo, irgendwo ein Qualitätsdenken auch drin gehabt hat. Ja, viele Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind, hat er damals schon ein bisschen mitgetragen, wo die Leute dachten, ja, der hat ja eine Klatsche eigentlich. Was auch mit seinem Opa dann noch wichtig war für unsere Generation, einfach auch das Verständnis für uns, was die Natur angeht und auch die Beschaffenheit vom Boden und so. Früher wurde der Boden als Boden gesehen. Ja. Und für uns ist einfach ganz klar, dass Boden auch ein Potenzial ist und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil vom Wein. Eigentlich das Wichtigste. Die Grundlage halt, ja. Weil die Qualität wächst und das Wachsen kommt vom Boden, ja, und nicht was für Trauben wir da draufstellen oder so. Fortan prägt seit den 1990er Jahren der Begriff Terroir auch den Kaiserstuhl. Was war sonst noch los Mitte der 90er Jahre? Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg beteiligen sich Bundeswehrsoldaten in Bosnien an einer Friedensmission. Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin wird bei einer Friedensdemonstration ermordet. Der Künstler Christo verhüllt mit seiner Frau Claude den Reichstag nach 24 Jahren Vorbereitung. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10%, eine Folge der Wiedervereinigung. Beim Völkermord von Srebrenica werden 8000 bosnische Muslime durch serbische Einheiten getötet. Die Staats- und Regierungschefs der EU einigen sich auf den Euro als gemeinsame Währung. 100 Jahre Kino, erfunden unter anderem von den Gebrüdern Lumière und Max Gladonowski. Beim Fest zu 100 Jahre Kino gab es das in Breisach auch schon 75 Jahre. Reste der alten wehrhaften Stadtanlage sind in der Oberstadt noch deutlich erkennbar. Obwohl kaum eine Stadt immer wieder so heiß umkämpft und so gründlich zerstört wurde wie Breisach. V
Von den zahlreichen militärischen Anlagen der Franzosen, die Breisach im 17. Jahrhundert zu einer starken Festung ausbauten, ist wenigstens noch ein Hauptwerk erhalten, das Rheintor. Vauban sei Dank. Nicht weit davon steht der Radbrunnenturm, der noch bis 1902 zur Wasserversorgung der Oberstadt notwendig war. Mit dem großen Holzrad wurden früher von Kriegsgefangenen die Wassereimer heraufgetreten. Eine mühsame Arbeit, denn der Schacht, der bis zur Sohle des Rheinbettes hinabführt, ist immerhin 53 Meter tief. Gleich neben dem Marktplatz liegen die Engellichtspiele, ein Kino, über das im Fernsehen bisher noch nie berichtet wurde. Kaum zu glauben. Dabei feiert das kommunale Kino 2020 einen runden Geburtstag. 100 Jahre. Besondere Filmstars wie hier Rocketman feiern die Kinoleute mit einem Come Together. All das organisieren die Ehrenamtlichen vom Verein, der das Kino gerettet hat. Je nach Film gerne auch mit Verkleidung und Umtrunk. Mit diesem Kino verbinden viele Erlebnisse, die sie nie vergessen werden. Das war Zurück in die Zukunft. Das war der erste Film, an dem ich alleine abends ins Kino durfte. Und es war so spannend. Klaus Kinski. Ganz harter Film. Bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich sag mal, dass nicht nur diese Blockbuster kommen, sondern eben auch mal die eben besonderen Filme. Und wo dann auch mal vielleicht nur 10 Leute drin sitzen oder so. Ich bin da schon als Jugendliche mit meinem ersten Freund hingekommen und es sieht immer noch gleich aus. Und auch die Atmosphäre. Also wenn ich jetzt in so einen großen Kinokomplex gehe, ist für mich das alles relativ steril. Hier ist ganz viel Liebe mit drin. Das erste Lichtspieltheater gehörte zum Gasthaus Engel, daher der Name. Gebaut 1920 von Friedrich Heist. Da gab's noch Stummfilme und die ersten mit Ton. Seine Frau Anna übernimmt nach seinem Tod bis in die 1960er Jahre. Dann kommt ihre Nichte Helga mit ihrem Mann Fredo Mattheis hinzu, die das Kino erst nebenbei und ab Ende der 1980er Jahre voll übernehmen. Sie machten es zu einem kulturellen Herzstück Breisachs, spielten 60 bis 70 Filme pro Jahr. Wir waren halt immer da, Freitag, Samstag war immer da. Aber meine Frau war immer an der Kasse. Es ist natürlich schon ein Stehvermögen, ist klar. In ein, zwei Jahren kam dann die Mitteilung, dass in absehbarer Zeit die 35mm Produktion der Filme eingestellt wird. Und wir haben gespielt bis Mai 2014. Also heißt, wir haben immer wieder so ein paar Filme, die dann tatsächlich vom Verleih noch in 35mm hergestellt wurden, haben wir noch bekommen, bis dann absolut dann im Mai war Schluss, kein einziger Film mehr. Unser Kino muss bleiben, beschlossen Breisacher Bürger, gründeten einen Verein und bekamen schnell die 70.000 Euro für die Digitaltechnik zusammen. Neu ist inzwischen, das Kino zaubert auch Events und etabliert feste Rituale, wie zum Beispiel immer an Fasnet der Film Rocky Horror Picture Show. Viele kommen stilecht verkleidet. Sagenumwoben ist ein anderer Schatz, auf der anderen Seite des Kaiserstuhls, im Balinger Rathaus. Um dieses Männchen geht's, keine Witzfigur. Einst hatte sie und das dazugehörige Fass vor über 200 Jahren ihren Platz im städtischen Weinkeller. Jungwinzer Simon Weiß und Lokalhistoriker Rolf Brinkmann, beide aus Balingen, interessieren sich für die Geschichte der spärlich bekleideten Figur. Die war schon einmal Filmthema, vor über 50 Jahren. In der Gestalt einer uralten kleinen Holzfigur, des Hoselips, besitzen die Kaiserstühler sogar ihren eigenen Weinheiligen. Über ihn werden viele Geschichten erzählt. Als zum Beispiel einmal die Kassen des Ortes Balingen leer waren, wurde der Hoselips an die Stadt Mannheim verkauft. Prompt blieb darauf der Weinsegen aus, sodass man ihn für viele harte Taler wieder zurückkaufen musste. Und dafür zeigte sich der Hoselips erkenntlich. Das folgende Weinjahr wurde ein besonders gutes.
Stimmt es denn so mit der Geschichte vom Hoselips, wie im Film? Ja gut, da wird viel erzählt. Man muss jetzt unterscheiden zwischen Dichtung und Wahrheit. Ja. Wir wissen jetzt parallel dazu, an der Nordgrenze Badens zu Hessen hin, dort gibt es einen Hoselips. Der geht auf einen Namen Holzerlips zurück. Hat es gar nichts mit Lips der Hose dann zu tun? Ist die Kurzform von Philipp. Okay. Und dieser Hölzerlips, der hieß eigentlich Georg Philipp Lang. Und der war später mal in dieser schwierigen Zeit auch als Räuber tätig mit einer Bande. Und dieser arme Hölzerlips, der wurde gefasst, wurde auch in Heidelberg 1812 hingerichtet. Trotz dieser Räubergeschichte stehen die Balinger zu ihrem weinheiligen Hoselips und veranstalten ihm zu Ehren alle zwei Jahre ein Fest. Das Weingut seiner Eltern hat Simon Weiß 2016 übernommen. Fast hätte diese Generationsübergabe nicht geklappt, denn ursprünglich wollte er Koch werden. Doch nach dem Praktikum in einer Profiküche merkt er schnell, seine private Passion hat rein gar nichts mit der harten beruflichen Wirklichkeit zu tun. Da macht Simon doch lieber eine Ausbildung zum Winzer. Anschließend zieht es ihn nach Österreich und Südafrika, wo er sich weiterbildet und seine Weinphilosophie entwickelt. Im Prinzip das Ziel ist einfach, einen Charakterwein zu machen, der mit mir auch vereinbar ist. Also der auch jetzt, sagen wir, wenn man meinen Wein trinkt, dass man auch das sich vorstellen kann, dass der Wein von mir ist. Und dass sich einfach auch ein bisschen unsere Böden und unsere Region widerspiegelt, dass der Wein eine Handschrift hat. Und das war zuvor war schon auch noch ein bisschen, ich sag mal, der Wein sollte einfach ja, verkauft werden. 8,5 Hektar Rebflächen gehören zum Weingut. Seit seiner Übernahme hat Simon Weiß einiges verändert. Nicht nur beim Ausbau der Weine im Keller, sondern auch bei der Arbeit im Weinberg. Sein Vater Hans-Peter hilft ihm. Zwei Generationen mit unterschiedlichen Ansätzen. Kann das gut gehen? Ich glaube, der springende Punkt bei uns ist, dass es funktioniert und bei der Generation, was einfach von beiden ein Denken da ist, einfach schon angesprochen, der Respekt. Und einfach auch, dass wir, ich sag mal, von der Philosophie auch nicht mal arg weit auseinander sind. Ja. Eine Geschichte zum Beispiel, wo ich sehr von ihm gelernt habe, ist junge Reben. Die müssen im ersten Jahr, die müssen oben sein, die müssen toll sein, die müssen dunkelgrün sein. Ja, deutsche Winzer, da muss was kommen. Ja. Und Simon kommt dann und sagt, ey Papa, ich sag, bring mal jetzt schon Wasser, weil es ist so trocken, damit die schön wachsen, damit die losgehen. Und sagt, ha, warte mal. Und dann hat er doch das Fachwissen, was ich nicht habe, wo er sagt, wenn das unterste Blättle gelb wird, dann ist dieser Punkt erreicht, wo die Rebe im Rückzug ist. Sie muss aber schon auf Zug bleiben und also nicht zu früh wässern. Auf ihrem Gut bauen sie nicht nur Wein an, sondern züchten seit 1987 auch Rosen. Eine Idee, die Vater Hans-Peter kommt, als er seiner Frau Waltraud eine Rose zum Valentinstag schenkt. Seitdem kümmert sie sich mit einigen Mitarbeitern um die Zucht von inzwischen 30 Rosensorten und verkauft sie. Zwischen 600 und 1000 Schnittrosen gehen täglich weg. Das Geschäft mit den Rosen war lange Zeit ihre Haupteinnahmequelle. Dass der Wein durch ihren Sohn Simon nochmals eine Rolle spielen sollte, freut die Eltern. Die Wein- und Küchenkreativen haben noch andere Künstler in den Kaiserstuhl gelockt, unter anderem nach Burgheim. Unser Besuch gilt dem malerischen Burgheim, einem Zwergstädtchen, das bereits 762 als Besitz des Klosters Einsiedeln erwähnt wird. Durch den hübschen Torturm fahren wir auf den Marktplatz, der mit seinem Rathaus und den alten Fachwerkhäusern heute noch der Mittelpunkt des Städtchens ist. Einmal im Jahr geht's vor allem im historischen Herzen ziemlich bunt zu. Dann ist Kunstmarktgenuss, immer am letzten Juniwochenende. Kunsthandwerk trifft auf Maler und Bildhauer. Und regelmäßig öffnen Künstler im ganzen Kaiserstuhl ihre Ateliers. Vordergründig ein idyllisch entspanntes Landleben. Ein Touristenmagnet. Und nur 25 Kilometer weiter ist die nächste Großstadt, Freiburg.
Burgheim hat sich seinen malerisch-mittelalterlichen Charakter fast vollständig bewahrt. Die Zeit ist hier wirklich stehen geblieben. Heute nicht mehr so ganz zutreffend. In den vielen verträumten Winkeln Burgheims ist die Poesie vergangener Jahrhunderte hängen geblieben. Auch das schmutzige Waschwasser nimmt noch denselben Weg wie vor 100 Jahren. Irgendwo versickert es dann im Kopfsteinpflaster. Zum Glück gibt's inzwischen in Burgheim längst eine moderne Kanalisation. Im Filmjahr 1965 war Zugfahren gang und gäbe. Es gab nur 15% der Autos, die heute zugelassen sind. Natürlich hat der Kaiserstuhl auch seine eigene, kleine, einspurige Bahn, deren Weg fast um das ganze Gebirge führt. Eine Strecke von 40 Kilometern. Breisach ist via S-Bahn an Freiburg angebunden, Endingen auch. Auf der nostalgischen, einspurigen Strecke fährt noch der Rebenbummler, eine Dampflok von 1927. In die historischen Reisewaggons passen insgesamt 222 Passagiere. Holzklasse, versteht sich. Diese Museumsbahn verkehrt zwischen Riegel-Malterdingen und Breisach, allerdings nicht jeden Tag, sondern nur zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel zur Spargel- und Weinernte. 2008 haut's viele vom Hocker. Die Pleite der Bank Lehman Brothers löst eine weltweite Finanzkrise aus. Wenig später wird Barack Obama der 44. und erste farbige US-Präsident. Modeschöpfer Yves Saint Laurent stirbt, auch Alexander Solzhenitsyn und Horst Tapper ziehen auf die Wolke. Der Inzestfall Josef Fritzl erschüttert. 24 Jahre lang hat er seine Tochter eingesperrt, 7 Kinder mit ihr gezeugt. 2008 ist das neuntwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die erste automatische U-Bahn Deutschlands wird in Nürnberg eröffnet. Und Obstbauern müssen sich ab sofort zertifizieren lassen, sonst dürfen sie ihre Ernte nicht verkaufen. Um Mitte April beginnt im Kaiserstuhl die Baumblüte. Zu Tausenden und Abertausenden stehen die Bäume in ihrer roten und weißen Pracht. In den Weinbergen, auf den Äckern, in den Gärten, überall. Der ganze Kaiserstuhl ist jetzt ein einziger Blumen- und Blütengarten. Das war einmal. Leider. Schuld daran ist nicht nur dieses kleine Insekt von 2,5 bis 3,5 mm Länge, die Kirschessigfliege. Sie ärgert Winzer wie Obstbauern am Kaiserstuhl seit 2014 gleichermaßen. Die Weibchen legen in reife Früchte 300 bis 600 Eier ab. Nach 2 Tagen schon fressen die Larven das Innere der Frucht. Durch ihre kurze Reproduktionszeit können sich die Kirschessigfliegen extrem schnell vermehren. Das Insekt frisst den Bauern Einnahmen weg. Die 2008 eingeführte Zertifizierung auch. Denn lückenlos müssen sie nachweisen, wann und welche chemischen Mittel sie einsetzen. Das Zertifikat kostet jährlich 400 bis 500 Euro. Der Großbauer zahlt genauso viel wie der Nebenerwerbsbauer. Ziemlich ungerecht. Wer nicht zertifiziert ist, darf nicht mehr an die Supermärkte verkaufen. Das Resultat?
Viele Kleine geben auf, obwohl sie die Region versorgen könnten. 34 Jahre lang hat Armin Bori als Vollzugsbeamter in Freiburg gearbeitet, im Nebenerwerb sich in Königschaffhausen um seine Obstplantage gekümmert. Das sind eigentlich Kirschbäume, die ich in meinem besten Alter gepflanzt habe. Die sind bestimmt 25 Jahre alt gewesen, die eine Sorte. Da hat das Herz schon blutet. Aber wenn ich nichts mehr verdiene dabei, dann muss es bleiben lassen. Statt Kirschbäume wird nun immer mehr Mais gepflanzt, wie vielerorts im Kaiserstuhl. Auch auf Armin Boris neu entstandenen Ackerflächen, bestellt von einem Verwandten. Wenn dieser Trend so weitergeht, und danach sieht es aus, kommen immer mehr Kirschen aus dem Ausland, von weit her, mit dem LKW. Was für eine Ökobilanz. Ein paar Bäume hat er für seine Familie stehen gelassen. Für die erste Kirsche, letztes Jahr haben wir 80 Cent gekriegt, früher haben wir 2,50 bis 3 Euro gekriegt. Denn die Supermärkte hatten sich bereits mit billigeren Kirschen eingedeckt, aus der Türkei. Unsere Kirschen sind im Kühlhaus im Prinzip kaputt gegangen, weil die ganze Großmärkte türkische Kirschen gehortet haben. Und das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Also das macht die Landwirtschaft eigentlich total kaputt. Dabei gilt Königschaffhausen als Kirschenhauptstadt des Kaiserstuhls. Von Mitte Mai bis zum Sommeranfang beginnt im Kaiserstuhl die erste große Erntezeit. Hunderte, ja mitunter tausende Zentner Kirschen werden alltäglich gepflückt und verkauft. Es macht wirklich Spaß, bei einer der täglichen Versteigerungen in Oberrothweil dabei zu sein. Händler aus der ganzen Umgebung bestimmen die Tagespreise nach dem ungeschriebenen Gesetz von Angebot und Nachfrage. Damals gab es wenig Supermärkte, keine Dumpingpreise und der Obstbau hat sich gerechnet. Nur wenige finden einen neuen Weg aus dem Dilemma. Wie Nicole Schmidt, eine nahe Verwandte von Armin Bori. Sie will von den Kirschen nicht lassen und hat eine Idee. Durch das, weil wir direkt am Kaiserstühler Radrundweg liegen, hat man gesagt, okay, war uns dann die Idee ein Kaffee. Weil dann hätten wir tagsüber die Radfahrer, die vorbeifahren, die kann man dann mit bewirten. Und eben durch das, weil ich gern Kuchen back und Torte mache, kam man auf die Idee mit dem Kaffee. Gästebewirtung macht uns Spaß. Ihre Kirschen legen sie ein für die Schwarzwälder Kirschtorten, kochen aus ihnen Marmelade, brennen Schnaps und verkaufen sie auch frisch an ihre Gäste. Schließlich ist der Kaiserstuhl noch ein Touristenland. Platz für Wohnmobile bietet Nicole Schmidt auch an. Sie wirtschaften mit rund einem Hektar Kirschbäume. Um die kümmert sich Vater Wolfgang Schneider. Sie leisten sich weiterhin 5 hohe alte Bäume der einst sehr begehrten Sorte, die Kaiserstühler Kracher. Ihre Ernte ist mühsam. Aus wirtschaftlicher Sicht fällt mir das nicht schwer, weil eine Pflügleistung nicht mehr gegeben ist. Auf der anderen Seite machte das der Kaiserstuhl aus, machte auch der Königschaffhauser Kirschenanbau aus. Früher gab es tausende von solchen Bäumen, heute hat man halt die kleinen Bäume. Es tut irgendwo weh. Im Kaiserstuhl geht mit dem Abholzen der Kirschbäume eine ganze Kulturlandschaft verloren, die bisher viele Touristen anzieht. Und die Politik macht keine Anstalten, die Zertifizierung zu ändern. Immer mehr Landwirte geben auf. Dabei wissen die Kaiserstühler doch, wie man sich erfolgreich gegen politische Entscheidungen wehrt. Wo ist nur ihr Kämpfergeist geblieben und ihr Neihämmergseid?